Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Das wird bestimmt kein gewöhnliches YouTube-Video, das wird bestimmt ein bisschen länger, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Seht das Ganze einfach nicht als klassisches YouTube-Video an, sondern einfach so ein Video aus einfach Dinge, die ich wieder mal loswerden möchte, die ich wieder mal aussprechen möchte, die mich momentan gerade wieder sehr belasten, weil ich habe mir wieder einige Filme reingezogen, einige Bücher gelesen, einige Artikel gelesen. Und ich weiß, jetzt gerade sind da die Festtage, wenn dieses Video rauskommt, die haben alle Zeit. Und wer weiß, ich weiß, dass so Trash-Sachen und so Nonsense-Zeugs natürlich teilweise viel gemütlicher ist, sich auf YouTube anzuschauen. Da muss man nicht so wahnsinnig viel überlegen. Aber vielleicht haben wir hier den einen oder anderen Zuschauer, der auch bereit ist, mal wieder ein bisschen was Neues zu lernen, mal wieder ein bisschen offen ist, sich Dinge anzuhören, die man eben nicht alltag zu hören bekommt. Und ja, wenn du so einer bist, dann wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Mir ist einfach wichtig, dass ihr wisst, dass es nicht darum geht, irgendwie hier ja eine Propaganda zu machen, jemanden zu bekehren oder was auch immer. Es geht nur darum, euch etwas mitzuteilen und die Entscheidung, was ihr daraus macht, die liegt selbstverständlich bei euch. Ich trete jedem gegenüber mit Respekt. Ich kann vielleicht nicht jede Meinung verstehen. Muss ich auch nicht, müsst ihr auch nicht. Aber ich persönlich respektiere jede Einstellung und jede Meinung. Und das, finde ich, ist immer gut, wenn man das kann. Ja, anfangen würde ich gerne mal damit, dass sehr viele Leute, die sich nicht vegan ernähren, die sich nicht pflanzlich ernähren und die so ein bisschen, ja, skeptisch dem Ganzen entgegen sind, sehr viele von denen sagen, ach ihr Veganer, warum kümmert ihr euch immer so um das Tierwohl und um die Tiere? Es gibt viel Schlimmeres auf dieser Welt. Wir haben zum Beispiel die Hungersnot. Wir haben Menschen, die an Hunger leiden und die tagtäglich sterben. Man sollte sich eher um die kümmern, anstatt um die Tiere. Auf dieses Thema komme ich später in diesem Video detailliert zu sprechen. Also vielleicht haben wir den einen oder anderen Neuen hier, der mich und meinen Werdegang noch nicht kennt. Ich selber befasse mich erst seit 2 Jahren mit dem Thema Veganismus und seit gut 1,5 Jahren ernähre ich mich rein pflanzlich. Davor war ich in der Bodybuilding-Szene aktiv, habe tonnenweise Fleisch und Milchprodukte gegessen und habe das dann irgendwann begonnen zu hinterfragen. Aber eigentlich habe ich es bis dahin immer so ein bisschen belächelt und ich weiß, vielen geht es genauso. Als ich mich dann aber damit befasst habe, habe ich mich wirklich ganz ehrlich und offen gesagt vor mir selber geschämt. Wie konnte ich immer so ignorant sein und wie konnte ich irgendwie gewisse Dinge behaupten, die ich einfach nur irgendwie nachgesagt habe, von wegen, ja, Milch ist wichtig, wegen Calcium und B12 ist ein Riesenproblem. Wie konnte ich einfach so eingestellt sein und mich einfach gar nicht damit befassen, sondern halt nur allen TV-Werbungen, allen Reklamen in den Zeitschriften einfach nur nachplappern. Viele von uns haben vielleicht keine Zeit oder sie nehmen sich die Zeit nicht, wie man das auch immer sehen will, sich selbst mit gewissen Sachen zu befassen und sich seine eigene Meinung zu bilden. Viele lesen die Zeitung, ja, Tagesblättchen XY, wo ganz, ganz, ganz viel Unsinn und Trash drinsteht und ja, viele glauben halt einfach, was in den Medien steht, was im Radio kommt, was im Fernsehen gezeigt wird, das stimmt. Es kommt ja in den Medien. Und dem ist leider nicht immer so, nichts gegen meine guten Freunde, die Medien, aber wirklich sehr viel, was geschrieben wird, stimmt einfach mal A nicht, kommt immer auf die Zeitung an, wo man sich rausbildet. Und B ist einfach, das wie es ja auf Social Media auch ist, ihr wisst, ich bin eine der absolut transparentesten Influencerinnen. Ich deklariere jede Werbung und in den Medien ist es aber ganz oft nicht so. Da passiert es ganz oft, dass wir irgendwie eine komplette Seite, eine Werbeanzeige haben, die aber nicht als solche deklariert ist. Und da wird einfach mal geschrieben, dass wir 3 verschiedene Milchprodukte am Tag essen sollen, wie gesund das Milch ist, wie wichtig sie ist, vor allem für unsere Kinder. Das wird den Müttern auch immer gesagt, seid verantwortungsvoll und gebt euren Kindern Milch von der Kuh. Wieso auch immer. Und genau, eigentlich wissen halt viele nicht, die lesen das so unbewusst, glauben einfach, was da drin steht, das stimmt. Vielen ist nicht bewusst, wie viel Geld dahinter ist und von wem diese Anzeigen, auch wenn sie nicht als solche deklariert sind, überhaupt kommen und in wessen Interesse sie sind. Es gibt so viele Gründe für mich, wieso ich auf tierische Produkte verzichten will. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass für mich auf jeden Fall, es gibt ja alles möglich, aber für mich auf jeden Fall ist die pflanzliche Ernährung, die vegane Ernährung keine Diät und kein Müssen.
Das ist für mich etwas, was ich aus absoluter 200%iger Überzeugung mache, weil ich mich eben da so reingenördet habe. Vermutlich muss ich aufpassen, dass dieses Video hier nicht 3 Stunden lang wird. Es gibt für mich so viele Gründe, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Und ich kann eigentlich gar nicht sagen, welcher Grund für mich der triftigste Grund ist, wieso ich mich für die pflanzliche Ernährung entschieden habe. Viele meinen vegan, ach so, das geht nur darum, um die Tiere zu schützen. Also das Tierwohl ist nur das eine. Umwelt spielt eine große Rolle. Wasserverbrauch spielt eine große Rolle. Die Gesundheit, unsere Gesundheit, ja. Die Gesundheit unseres Organismus, unseres Körpers spielt auch eine immens große Rolle. Also es sind verschiedene Faktoren. Das geht lange nicht nur darum, ob man ein Tierfreund ist oder nicht. Wie gesagt, jeder von uns darf seine eigene Entscheidung treffen und seine eigene Meinung haben. Ich persönlich finde aber, wenn man schon Fleischesser ist, dann muss man auch stark genug sein, sich die Fakten anzuschauen und diese akzeptieren zu können. Viele sagen ja immer, also es passiert mir oft, dass ich neben Menschen sitze, die essen neben mir ihr Fleisch, ich esse da meine Linsen, meine Kartoffeln, was auch immer, und sie fragen mich dann und ich gebe ihnen ein paar Infos und dann sagen ganz viele immer, oh, hör auf, ich will das nicht hören, du verdirbst mir mein Essen. Ich sage immer, wenn man es schon isst, dann muss man damit umgehen können und man muss für sich sagen, ja, ich weiß das und ich mache das bewusst. Ich weiß, woher mein Fleisch kommt, ich weiß, wie die Tiere gehalten werden, ich weiß, was das für einen Einfluss auf die Umwelt hat, ich weiß, wie viel Wasser dafür gebraucht wird, ich weiß auch, was es für einen erwiesenen Einfluss auf meine Gesundheit hat. Und wenn ihr mit dem allen umgehen könnt und ihr sagen könnt, ja, ich bin mir dessen vollkommen bewusst und ich esse trotzdem Fleisch, dann ist es eure Entscheidung, da bin ich die Letzte, die euch dazu zwingt oder davon abhalten will, aber dann habt ihr meinen vollen Respekt verdient, weil ich könnte es nicht. Ihr wisst, ich habe selber gut 22 Jahre lang Fleisch und Milch gegessen und als ich mich dann begonnen habe, damit zu befassen, konnte ich es nicht mehr essen. Das hat nichts damit zu tun, ob ich das jetzt geschmacklich gern habe, ob ich das geschmacklich mag oder nicht, überhaupt gar nicht, sondern einfach aus Überzeugung, weil ich mich begonnen habe zu informieren und weil ich begonnen habe, gewisse Dinge, die uns hier irgendwie vorgezeigt, vorgelebt werden von der Gesellschaft, von den Medien, ich habe begonnen, dies zu hinterfragen. Und ja, wenn jemand von euch so stark ist, das alles sich anhören kann und es dann immer noch schafft, weiterhin Fleisch und Milch zu essen und einfach sagen kann, es ist mir egal. Hey, mein voller Respekt, ich könnte es nicht. Ja, während ich hier so erzähle, sehe ich schon vor mir die Ja-Aber-Kommentare. Natürlich ist das hier alles öffentlich. Ihr dürft eure Meinung sehr gerne unter dieses Video schreiben. Möchte euch aber darauf hinweisen, wartet mit euren Ja-Aber-Kommentaren. Schaut dieses Video erst zu Ende und vielleicht liest ihr auch mal einige Bücher über das Thema, vielleicht schaut ihr euch auch mal die Filme an, wie zum Beispiel What the Health, wie zum Beispiel Forks Over Knives, Earthlings oder Hope for All. Hope for All, den verlinke ich unter diesem Video. Daraus habe ich sehr viele Quellen, übrigens welche auch in diesem Video hier angesprochen werden. Hope for All ist ein sehr informativer, sehr beeindruckender, teilweise auch sehr verstörender Film, der sich vor allem auf die Gesundheit bezieht. Earthlings ist absolut grauenvoll, also nichts für schwache Nerven, also grauenvoll, schaut ihn euch an, weil das müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr Fleisch isst. Ihr müsst euch das bewusst sein, finde ich, meine Meinung. Wartet mit euren Ja-Aber-Kommentare. Befasst euch zuerst ein bisschen damit. Ich weiß auch schon, welches der absolut größte Ja-Aber-Kommentar sein wird, nämlich, ja, in der Schweiz ist es ja nicht so. In der Schweiz ist es ja anders. Ich kaufe ja mein Fleisch vom Biohof. Dazu jetzt Folgendes von mir. Gut, gehen wir mal davon aus, du sagst, ja, ich kaufe mein Fleisch vom Biohof. Also, was denkst du denn, wie eine, nennen wir sie mal, Bio-Kuh stirbt? Eine Bio-Kuh ist zwar auf dem Biohof, aber auch dort ist sie eingesperrt. Darauf komme ich später. Sie ist zwar auf dem Biohof, ist ein gutes Argument. Sie hat bestimmt ein schöneres Leben als eine Kuh, die jetzt halt wirklich einfach in der Massentierhaltung groß wird. Hat die Bio-Kuh vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt. Trotzdem ist sie eingesperrt. Trotzdem wird sie an Tag XY abgeholt und sie wird ins Schlachthaus gefahren. Ja? Auch dort wird die Bio-Kuh geschlachtet. Auch,
Auch so hat die Bio-Kuh Todesangst. Auch so bekommt die Bio-Kuh ihren Bolzen in den Kopf geschossen oder es wird ihr die Kehle aufgeschnitten. Man lässt sie ausbluten. Das Schicksal hat leider auch die Bio-Kuh. Ob sie jetzt auf einem schöneren, auf einem größeren, auf einem Hof ein bisschen mehr in der Höhe, ein bisschen tiefer, ob das jetzt ein Hof ist in der Schweiz oder in Deutschland, das ist eigentlich egal. Die Tiere werden so oder so an Tag XY geschlachtet und das Schlachten ist für die Tiere nichts Schönes. Auch hier in der Schweiz, ganz viele von euch haben das doch schon gesehen. Ihr fahrt zum Beispiel auf der Autobahn, dann seht ihr vor euch so einen Transporter, da steht Achtung, lebende Tiere. Man sieht sich das an, man denkt sich nichts bei, man überholt den und fährt weiter. Aber überleg mal, wo fahren diese Fahrzeuge hin? In den Schlachthof. Es passiert auch hier. Und stell dir doch jetzt mal vor, vielleicht ein bisschen komische Vorstellung für einige, du bist so ein armes, kleines, süßes Schweinchen oder du bist so eine Kuh. Du wirst in so einen Transporter reingedrängt, du hast Todesangst da drin, es ist laut, es ist... Du bist auf der Autobahn. Das ist nichts Natürliches, es ist kein natürliches Umfeld für solche Tiere. Ach Gott, die armen Dinger. Das ist mal das eine. Ich weiß, viele von euch sagen, ja, ich bin da nicht so empfindlich, Tiere sind Tiere, kümmert mich nicht so. Ich weiß, es gibt einige Leute, die sind so, ja, gibt es, aber es ist einfach ein Fakt. Das mit diesem Biohof, das ist immer so eine Ausrede, weil ich habe es vorhin gesagt, auch im Biohof sind die Tiere eingesperrt. Ich als Mensch, ich möchte nicht eingesperrt sein. Weder in einem, ja, erst recht nicht in so einem Massentierhaltungsstall ohne Tageslicht. Ich möchte aber auch nicht, ich als Mensch, ich möchte auch nicht in einem Millionärspalast eingesperrt sein. Ich möchte das nicht. Ich möchte gar nicht eingesperrt sein. Ich möchte frei sein können und ich möchte tun und machen können, was ich will und was mir gut tut. Ich möchte nicht, dass jeden Tag jemand kommt, mich irgendwie zu einem Futternapf zwängt, drängt, mich irgendwie irgendwo einsperrt. Ich möchte gar nicht eingesperrt sein. Weder in einem Palast noch irgendwie in einem kleinen Stall. Und ich glaube, so möchten das auch die Tiere nicht, wenn man sie fragen würde. Sie möchten auch nicht eingesperrt sein. Weder in einem Biohof noch irgendwo in einem Masttierhaltungsstall noch sonst irgendwo. Die möchten nicht eingesperrt sein. Niemand möchte eingesperrt sein. Wir alle sind Lebewesen, wir alle sind sogenannte Earthlings. Diesen Begriff kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Film Earthlings gesehen habt. Und ich stimme euch zu, wir Menschen, wir sind bestimmt die ja, intelligentesten Lebewesen. Das denken auf jeden Fall die meisten von uns. Es gibt ja auch da Unterschiede. Aber auch die Tiere sind intelligent und auch die Tiere fühlen Schmerz und auch die Tiere können Liebe empfinden und Freude empfinden und Leid empfinden. Die Tiere fühlen genauso wie wir und auch die Tiere checken enorm viel. Es gibt ganz, ganz, ganz viele so einfache, lustige Facebook-Videos, wo irgendwie ein Schwein mit Hunden rumrennt und wo ein Schwein es schafft, irgendwie die Tür zu öffnen und hinter sich zu schließen. Also die Tiere sind nicht dumm. Wir Menschen sind nicht so wahnsinnig viel besser als die Tiere. Klar gibt es da kleine Unterschiede, natürlich. Ich denke, so intelligent wie unsere Spezies ja, ist keine. Aber das heißt nicht, dass die Tiere nichts checken und nichts mitbekommen, dass die unintelligent sind. Die Tiere sind sehr intelligent und das vergessen wir Menschen oft. Ja, das jetzt mal kurz zum Thema Biohof. Und jetzt, ja, bist du vielleicht einer von denen, der sagt, ja, ich kaufe mein Fleisch vom Biohof. Ich schaue, dass es hier nur aus der Schweiz kommt. Aber sei mal ehrlich zu dir selbst, wenn du jetzt Fleischesser bist, wie oft kaufst du denn dein Fleisch wirklich vom Biohof? Das ist vielleicht, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, vielleicht gibt es solche, die sind wirklich ganz konsequent. Aber wie oft kaufst du denn dein Fleisch vom Biohof? Das ist doch Allschaltjahr einmal, wenn vielleicht deine Großeltern kommen und du willst jetzt was Besonderes Gutes kochen. Aber im Alltag konsumierst du eben dein Fleisch nicht vom Biohof. Im Restaurant fragst du mit Sicherheit nicht nach, wenn du dir eine Spaghetti Bolognese bestellst, ob jetzt das Hackfleisch auch wirklich aus dem Biohof kommt oder ob das irgendwie Abfallhack ist, irgendwie aus, keine Ahnung, aus dem Ostblock oder von wo auch sonst. Das fragst du nicht nach. Auch mittags, wenn du dir kurz einen Döner holst, weil du ja nur kurze Mittagspause hast, du fragst im Dönerladen nicht nach, ob jetzt dieses Fleisch da drin vom Biohof ist und sowieso, du weißt, es ist nicht vom Biohof, du verdrängst den Gedanken einfach. Auch wenn du sonst, vielleicht wohnst du in einer WG, du musst etwas aufs Geld schauen, du kaufst dir eine Fertiglasagne, eine Fertigpizza mit irgendwas für komischer Wurst drauf, da ist das Thema Biohof nicht da und das sind irgendwelche Produkte, die aus der Massentierhaltung stammen. Fakt ist, dass 98% vom Fleisch in unserem Umlauf von der Massentierhaltung stammen. Also das Biohof mag schön und gut sein, aber die Realität sieht anders aus. Ja?
wir konsumieren oder die Fleischesser konsumieren, auch wenn sie sagen, ja, ich kaufe mein Fleisch vom, wir haben hier in der Schweiz den Urlihof da in Luzern. In den meisten Fällen ist es eben nicht so, dass man sein Fleisch von dort holt. Also man unterstützt die Massentierhaltung. Es ist einfach so, dass wir uns das mit diesem Thema, ja, also ich kaufe mein Fleisch eben vom Biohof, ich weiß, das ist ganz krass. Das ist einfach irgendeine Lüge, die wir uns einreden, um unser Gewissen zu bereinigen, weil wir haben nämlich ein schlechtes Gewissen und das zeigt auch, dass wir Menschen sind. Wir Menschen haben Mitgefühl und wir können ein schlechtes Gewissen empfinden und daher suchen wir Ausreden, um gut zu heißen, dass das, was wir machen, ja nicht ganz so schlimm ist. Wir kaufen ja doch, ausschaut ja einmal mal vom Biohof. Aber das ist eben so, weil vielen die Umstellung so extrem schwierig vorkommt, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, kann das ja auch verstehen. Es ist nicht einfach in unserer heutigen Zeit einfach zu sagen, ja, ich ernähre mich pflanzlich, nein, lieber keine Milch im Kaffee, Entschuldigung, haben Sie auch pflanzliche Milch und haben Sie auch etwas ohne Fleisch auf der Karte? Das ist schwierig in unserer heutigen Gesellschaft, weil sich Fleisch- und Milchprodukte in unserer Kultur so extrem etabliert haben. Und wenn man jetzt halt da ein bisschen, ja, das Ganze anders macht, sticht man halt aus der Masse raus. Und es ist extrem aufwendig, immer zu erklären, wieso und warum man das machen möchte. Und es ist halt dann oft so, dass viele sich dann doch halt wieder umstimmen lassen und denken, ja, du hast ja recht. Ja, ihr seht, es gibt so viel zu erzählen und ja, wie ich es anfangs schon kurz angetönt habe, das Thema Tierleid, Tierwohl, Tierhaltung, das ist nur ein kleiner Teil vom gesamten Thema Veganismus. Es gibt auch ganz viele andere Fakten und bevor ich mich jetzt hier im Detail verliere, möchte ich auch auf andere Punkte ansprechen. Ich beginne gleich mal mit dem Punkt Hungersnot. Das habe ich anfangs dieses Video auch schon kurz angekündigt, dass ich hier auch was zuzusagen habe. Hungersnot, ein wichtiger Punkt. Wir haben hier in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, in unseren Ländern, nenne ich es jetzt mal einfachheitshalber, haben wir das Privileg, dass wir auswählen können, was wir essen wollen und was nicht. Ja? Wir können sagen, wir haben jetzt das Glück, dass wir wählen können, ich möchte jetzt lieber vegetarisch essen, ich möchte pflanzlich essen, ich möchte Fleisch essen, ich möchte gar nichts essen. Wir können das hier. Es gibt aber auch andere Länder auf dieser Welt, die haben keine Wahl. Die sind froh, wenn sie einfach irgendwas zu essen bekommen. Die leiden an Hunger. Viele sagen dann, wie anfangs gesagt, man soll diesen Menschen helfen und nicht sich darum kümmern, ob man jetzt vegan essen soll oder nicht. Aber das ganze Thema vegan und Hungersnot hat einen enormen Zusammenhang, ob ihr es glauben wollt oder nicht. Diese beiden Dinge, Hungersnot und Veganismus, hängen zusammen. Und das ist ein weiterer Grund, wieso ich Massentierhaltung nicht unterstützen will. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie denn die Tiere, ja, die Kühe, die Schweine, die keine Ahnung was, die Rinder, wie die gefüttert werden, sodass sie schön groß und stark gemästet werden, sodass sie uns auch richtig gut schmecken? Die werden nämlich mit hauptsächlich Getreide gefüttert. Ja? Jetzt heißt das, das ist zum Beispiel ein Thema, es wird Fläche geschaffen auf unserem Planeten. Wir haben sowieso schon ein Platzproblem, jetzt schon in 50 Jahren, 100 Jahren, 150 Jahren wird das noch viel, viel schlimmer werden, wenn wir jetzt nichts ändern. Aber es ist ein Fakt, dass Regenwald abgeholzt wird. Wir alle oder die meisten von uns wissen, dass Regenwald so wichtig ist für unseren Planeten, für unser Klimasystem. Wir brauchen den Regenwald. Ja, auf jeden Fall dazu später. Regenwald wird abgeholzt, um Fläche zu schaffen, sodass wir Getreide, Mais, Soja, alles anpflanzen können. Jetzt ein kleiner Teil davon, ich will mich jetzt hier nicht auf Zahlen festlegen, man hört überall ein bisschen andere. Aus meiner Quelle vom Film Hope for All haben sie jetzt gesagt, dass rund 30% von allem Getreide, was angebaut wird, für den Menschen verwendet werden und 70% geht nicht zu Menschen, sondern in die Massentierhaltung. Bin aber mit diesen Zahlen hier ein bisschen vorsichtig, weil dann liest man überall ein bisschen andere. Aber Fakt ist, der Großteil von allem Getreide, was angebaut wird, geht nicht zu den Menschen. Das geht nicht auf unseren Teller, sondern das geht in die Futternäpfe von der Massentierhaltung. Und das, damit sie schön gut gemästet werden können, sodass sie gut schmecken, groß und stark werden und wir sie essen können. Ja? Wenn man jetzt aber würde, aufgepasst, wenn man jetzt dieses ganze Getreide nicht in die Massentierhaltung stecken müsste, sodass wir Reichen Fleisch essen können, könnte man dieses Getreide dahin bringen, wo Hungersnot herrscht. Man könnte mit diesem Getreide die Hungersnot
ich weiß nicht, ob komplett in den Griff bekommen, da will ich mich jetzt nicht mal zu fest aus dem Fenster lehnen, aber es ist Fakt, man könnte einen großen Teil der Hungersnot bekämpfen. Ja? Man könnte mit diesem Getreide, was an die Tiere geht, Menschen füttern und wir hätten weniger Hungerleid auf unserer Welt. Alle 6 Sekunden stirbt ein Kind an Hungersnot. Das ist ein Fakt, das kann man ignorieren, wenn man das kann. Ich kann es nicht. Das ist ein Fakt und das zeigt uns einfach, wir füttern unser wertvolles Essen, was uns dieser Planeten gibt, wir verfüttern das an die Falschen. Ja? Anstatt, dass wir Tiere festhalten und sie mästen, könnte man das an Menschen geben, die an Hunger leiden. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, gar kein Fleisch zu essen. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, wie ich schon gesagt habe, in unserer heutigen Gesellschaft. Aber schon nur, wenn wir weniger Fleisch essen würden, müssten wir weniger Tiere mästen. Wir hätten mehr pflanzliche Nahrungsmittel für unsere Menschen und weniger Hungersnot. So, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Es geht nämlich noch weiter. Außerdem ist die Nutztierhaltung etwas vom absolut Schlimmsten für unseren Planeten. Ja, Flugzeuge fliegen, Autofahren und irgendwie sonstige Industriegebiete, das ist auch schlimm für unseren Planeten, das ist auch nicht gut für unser Klima. Aber etwas vom absolut Schlimmsten ist das Thema Methan. Methangase, die die Kühe ausstoßen. Methan ist nämlich für unseren Planeten ungefähr 25 Mal schädlicher als CO2. Diese Quelle habe ich auch aus dem Film, welchen ich unter diesem Video als Quellenangabe verlinkt habe. Und noch schlimmer ist Lachgas. Es ist nämlich rund 300 Mal schädlicher als CO2 und es wird verwendet beim Kunstdüngen. Nutztierhaltung ist einfach erwiesen etwas vom Allerschlimmsten für unseren Planeten. Ja, und unser Planet, der rächt sich und wehrt sich natürlich. Vielen ist vielleicht nicht bewusst, wieso es so viele Überflutungen gibt, Tsunamis, Hurricanes, Schmelzung von Gletscher und die Pole, ja, alles diese Sachen. Wieso gibt es das? Also das ist natürlich der Einfluss von uns Menschen, was wir mit unserem Planeten machen. Wir zerstören ihn. Ein weiterer Fakt, wieso ich persönlich keine tierischen Produkte mehr konsumiere, ist das Thema Wasser. Wir alle wissen, Wasser ist kostbar. Es mangelt an sehr vielen Orten auf dieser Welt an Wasser. Und viele von uns haben bestimmt auch schon daran gedacht, hey, wir wollen Wasser sparen. Ja, wie spart man Wasser? Man lässt den Hahn nicht so lange laufen, wir nehmen weniger ein Vollbad, wenn wir duschen, versuchen wir ein bisschen zügiger zu duschen. Aber ich kann euch sagen und euch gleich ein paar Zahlen hier auf den Tisch legen, dass ihr so nicht mal im kleinsten Sinne irgendwie den Anteil an Wasser sparen könnt, wie ihr eingespart würde, wenn man weniger Fleisch und weniger Milchprodukte essen würde. Mag für viele vielleicht unlogisch sein, wie kann ich mit weniger Fleisch- und Milchkonsum, Essen, Wasser sparen, was hat das damit zu tun? Man muss mal bedenken, wie viel Wasser das Ganze für die Produktion braucht. Ja? Überleg mal, also erstens mal nicht nur das Wasser, was die Tiere ja selbst konsumieren und zu groß und stark zu werden, das ganze Wasser, was es braucht für die Herstellung von Fleisch. Ja? Da habe ich jetzt euch hier mal ein paar Zahlen, die ich jetzt euch hier einblende. Ich finde es einfach unfassbar, dass ein Kilo Eier 3300 Liter Wasser brauchen, ein Kilo Hühnchen braucht 3900 Liter, ein Kilo Schweinefleisch 4800 Liter Wasser, ein Kilo Käse braucht etwa 5000 Liter Wasser und ja, der Spitzenreiter ist ein Kilogramm Rindfleisch, das braucht etwa 15.500 Liter Wasser. Ja, dass wir ein Kilogramm Rindfleisch auf unserem Teller haben, benötigt dies einfach mal 15.500 Liter Wasser für ein Kilogramm, ein einziges Kilogramm. Ja, bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln seht ihr im Vergleich, ein Kilogramm Reis, das braucht etwa 1.300 Liter Wasser, ein Kilogramm Kartoffeln nur 900 Liter Wasser und ein Kilogramm Äpfel sogar nur 700 Liter Wasser. Also vergleicht mal diese pflanzlichen Nahrungsmittel mit den tierischen Produkten. Das ist einfach wirklich enorm. Ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich hoffe, ihr seid immer noch aufmerksam dabei. Ich habe noch einen weiteren Punkt und das ist der Punkt unsere eigene Gesundheit. Da kann jetzt weder der Typ, der sagt, ich bin nicht so ein Tierfreund, das ist mir egal, wie da die Tiere gehalten und geschlachtet werden, das spielt mir keine Rolle. Und auch der sagt, unser Planeten ist mir egal, auf dem du lebst. Ja, wenn dir das alles egal ist, ich nehme an oder ich hoffe, dass deine eigene Gesundheit dir wichtig ist und dass du ein Interesse daran hast,
gesund zu bleiben, nicht an irgendwelchen Krankheiten wie zum Beispiel Krebs oder Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten zu erkranken. Ich hoffe, deine eigene Gesundheit ist dir wichtig. Hier habe ich nämlich einen weiteren Fakt für euch. Ich wage mich hier jetzt auf die Quelle aus dem Film Hope for All zu beziehen. Ich weiß, dass was ich jetzt sage, da werden einige empört sein, aber meine persönliche Meinung, für mich macht das Sinn. Verlinkt unter diesem Video hier der Film Hope for All. Daraus habe ich diese Zahlen. Das ist aber nicht der einzige Film, wo ihr über dieses Thema irgendetwas hört. Film What the Health zum Beispiel auch oder keine Ahnung, wo überall das Buch, The China Study, da wird das alles auch so gesagt. Also von daher für mich ein Fakt, für mich persönlich macht Sinn. Ich möchte es euch einfach erzählen und ihr könnt dann selber entscheiden, wie stark euch das beeinflussen soll oder nicht. In diesem Film Hope for All, da reden die weltanerkannten Ernährungswissenschaftler Dr. Esselstyn und Professor Campbell und die haben da ein paar ganz krasse, es gibt wirklich kein anderes Wort, krasse Studien durchgeführt. Angeblich sollen wir ja täglich Milchprodukte konsumieren. Vor allem den Müttern wird gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass sie ihren Kinder direkt nach der Muttermilch, dass sie ihre Kinder auf Kuhmilch umstellen. Die Wissenschaft ist aber mittlerweile an einem anderen Punkt, wo diese Empfehlung nicht mehr haltbar ist. Der weltweit anerkannte Ernährungswissenschaftler T. Colin Campbell hat Folgendes belegt. Er sagt, tierische Proteine, insbesondere Casein, fördern alle Stadien des Krebswachstums. Ja, der hat wirklich belegt, dass Casein Krebs fördert. Und zwar nicht nur fördert, er hat auch gesagt, dass man mit der Zufuhr von Casein seinen Krebs fördern kann und auch wieder zurückstellen kann. Also das könnt ihr euch so vorstellen. Er sagt, dass man, wenn man zu viel Casein isst, dass dies eben das Krebswachstum fördert. Und wenn also der Krebs schon da ist und man seinen Caseinkonsum, also das habe ich noch gar nicht gesagt, Casein ist übrigens, das ist in den Milchprodukten, das ist ein Milchprotein, Milcheiweiß, kennt ihr vielleicht aus der Bodybuilding-Szene, der Casein-Shake am Abend, ja. Er sagt, wenn man dann seine Caseinzufuhr, also Milchprodukte einstellt, im Allgemeinen gesagt, geht die Krebsbildung zurück. Und wenn man sie dann wieder erhöht, wächst auch der Krebs weiter. Also er sagt, T. Campbell, er sagt, dass man, wenn man schon Krebs hat, wenn man dann auf Milchprodukte verzichtet, dass man, ich sage nicht einfach über Nacht an dem Krebs, also vom Krebs heilt, dass man über Nacht geheilt ist, aber man kann die Fortsetzung vom Krebs in den Griff bekommen. Ja? Ich habe mich jetzt mal gewagt, das hier mal zu sagen. Schaut euch doch bitte die wissenschaftlichen Aussagen, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, schaut euch die Details in diesem Film an. Ja, wozu ich aber keine Wissenschaftlerin sein muss, ist, um zu verstehen oder um mich zu fragen, wieso soll Kuhmilch überhaupt gesund für uns sein? Was ist in der Kuhmilch drin, was ich nicht auch pflanzlich zu mir nehmen kann? Wieso sollte es gut sein, dass der Mensch als einzige Spezies überhaupt die Milch von einer anderen Spezies trinkt? Die Giraffe trinkt auch keine Kuhmilch, der Hund trinkt auch keine Milch vom Elefanten. Und eigentlich, wir Menschen haben eigentlich ja auch unsere Muttermilch, die für uns von der Natur aus bestimmt wäre. Für mich macht es keinen Sinn, wieso ich die Milch einer Kuh trinken soll. Zudem wissen sehr viele nicht, dass die Kühe nicht einfach so Milch geben, weil sie es sowieso tun. Eine Kuh ist wie eine Frau auch genau 9 Monate lang schwanger und sie gibt auch nur dann Milch, wenn sie ein Junges zu nähren hat. Also, dass die Kuh Milch gibt, muss sie schwanger gewesen sein. Jetzt ist es also so, dass diese Kühe halt permanent geschwängert werden, dass sie auch immer Milch geben, weil da ist ein Riesenbusiness dahinter. Die Nachfrage nach Milch ist immens. Wir wollen ständig mehr Joghurt, Ice Cream, Käse, keine Ahnung was alles für Produkte. Deswegen muss möglichst viel Milch produziert werden. Viele sagen jetzt, ja, aber die Milch hat doch Kalzium drin und Kalzium ist wichtig für uns. Wir brauchen Kalzium. Ohne Milch können wir kein Kalzium aufnehmen. Ja, da könnt ihr euch mal fragen, wie viel Kalzium braucht denn ein Mensch überhaupt? Brauchen wir denn wirklich diese enormen Mengen, wie es auch eine Kuh, also ein Kalb benötigt? Ich glaube, der Mensch ist keine Kuh, der Mensch ist kein Kalb. Also wir brauchen bestimmt nicht dieselben Mengen an Kalzium, wie es eine Kuh braucht. Ein erwachsener Mensch braucht nämlich im Durchschnitt etwa 1000 Milligramm Kalzium pro Tag. Jetzt habe ich euch hier eine Tabelle, da seht ihr aufgelistet, dass 100 Milliliter Kuhmilch 120 Milligramm Kalzium haben. Aber genauso haben 100 Gramm Brokkoli
110 Milligramm an Kalzium. Also das ist ja ein sehr ähnlicher Anteil. Jetzt ist es natürlich so, dass 100 Milliliter Kuhmilch, das ist im Glas ungefähr so wenig, ja, und 100 Gramm Brokkoli gibt halt schon ein Volumen. Jetzt haben wir hier halt das Luxusproblem von uns Menschen, dass viele halt sagen, ja, aber dann muss ich so viel Brokkoli essen, das mag ich ja gar nicht aufessen. Ja, es ist so, dass du halt mehr von den pflanzlichen Produkten essen musst, um auf dieselbe Menge zu kommen, also mehr Volumen. Die Grammanzahl ist ja dasselbe, 100 Gramm Brokkoli, 100 Milliliter Kuhmilch, aber es ist halt ein anderes Volumen. Jetzt überlegt ihr euch aber mal, 100 Milliliter Kuhmilch alleine haben schon 120 Milligramm Kalzium und niemand von euch wird nur 100 Milliliter Kuhmilch am Tag essen, wenn ihr Milch trinkt. Dann habt ihr da im Kaffee oder ein Latte Macchiato, das eine, dann Joghurt zum Frühstück, dann Käseaufschnitt, keine Ahnung was alles. Also wir überschreiten diese 1000 Milligramm von Kalzium, ja, wir überschreiten die auf jeden Fall, wenn wir in einem, ja, in unserem leider normalen Maß, wie es unsere Gesellschaft tut, Milchprodukte konsumieren. Außerdem, Kalzium ist nicht der einzige Bestandteil in der Milch. In der Milch haben wir auch Sexualhormone, Blut, Eiter. Das ist eine Hormonbrühe. In Brokkoli zum Beispiel finden wir nichts von all dem. Da finden wir nur weitere gesunde, für uns wichtige Ballaststoffe und weitere Vitamine. Ja, auch hier will ich nicht wieder zu sehr ins Detail gehen. Das Video wird sonst schon immens lang. Aber zum Beispiel auch Eiweiß. Ja, viele sagen ja, aber ohne tierische Produkte komme ich ja nicht an Eiweiß. So viel mal zu dem, 100 Gramm Hühnchenbrust haben etwa 23 Gramm Eiweiß, aber genauso haben 100 Gramm Linsen 23 Gramm Eiweiß, also genau gleicher Eiweißanteil. Also man kann auch aus pflanzlichen Quellen Eiweiß beziehen. Außerdem ist es aber so, dass viele von uns sowieso meinen, sie brauchen einen enormen Anteil an Eiweiß, an Protein. Das ist gar nicht so. Also da sind auch die Zahlen sind sehr umstritten, da will ich jetzt auch nicht eine weitere Zahl hier in die Runde werfen. Aber diese Einbildung, wir bräuchten so viel Protein und so viel Eiweiß, die kommt vor allem aus dem Bodybuilding-Bereich. Ja, seit Fitness so ein Wahnsinnstrend wurde, seit mit Fitness Kohle gemacht wird, seit da an kommt, keine Ahnung, Diät A, Diät B, Diät C. Und man erfindet die Ernährung immer wieder neu, aber eigentlich im Grunde genommen ist es gar nicht so komplex. Je unverarbeiteter, je natürlicher man isst, desto besser ist es. Und Eiweiß brauchen wir gar nicht so wahnsinnig viel, wie es halt immer in der Fitness- und Bodybuilding-Szene gesagt wird. Also es ist durchaus mehr als möglich und es ist wirklich nicht schwierig, seinen Eiweißanteil aus pflanzlichen Quellen zu holen. Okay, viele können jetzt sagen, Anja, schön und gut, hast du recht, leuchtet ein, aber Milch ist ja auch wichtig für starke Knochen. Habt ihr euch schon mal damit befasst, wo die meisten Knochenbrüche und die meisten Menschen die Diagnose Osteoporose bekommen? Nämlich in den Menschen, wo am meisten Milchprodukte konsumiert werden. Je weniger Milch konsumiert, desto weniger Knochenbrüche und desto weniger Osteoporosegefahr. Jetzt woran liegt das? Es ist doch widersprüchlich zu dem, was wir doch immer aus den schönen, coolen Milchwerbungen hören. So grundsätzlich ist es ja schon mal so, dass sehr viele von uns eine Laktoseintoleranz haben. Viele sind sich dessen bewusst, andere sind sich das nicht bewusst, haben vielleicht ein leichtes Bauchweh, haben vielleicht gar nichts. Viele vertragen es auch, das ist unterschiedlich. Aber Fakt ist, dass sehr viele laktoseintolerant sind oder sonstige Allergien von der Milch bekommen. Zum Beispiel Akne, Heuschnupfen, Asthma, teilweise auch Migräne. Also wenn jemand von euch unter diesen Sachen, unter diesen Symptomen, unter diesen Krankheiten leidet, empfehle ich euch, hört einfach mal auf, für eine gewisse Zeit Milchprodukte zu konsumieren. Streicht diese Käse, Milch, Rahm, das ganze Zeug, streicht es mal raus und beobachtet mal, ob dann nicht euer Hautbild schöner wird, ob dann nicht eure Pollenallergie, euer Heuschnupfen zurückgeht. Das habe ich nämlich persönlich erlebt. Ich habe sehr, sehr, sehr fest an Asthma und Pollenallergie gelitten und ich habe, seit ich keine Milchprodukte mehr konsumiere, überhaupt gar nichts mehr. Ich hatte als Kind auch starke Migräne. Ich habe gar nichts mehr. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so als Tipp am Rande, wenn jemand von euch darunter leidet. Bevor ihr XY-Medikamente in euch reinschmeißt, versucht doch einfach mal, die Milchprodukte aus eurer Ernährung zu streichen und beobachtet mal, wie eure Krankheitsbilder sich dann verändern. Ja, zurück zu Milch und Knochenbrüche.
Er hat das jetzt auch wunderschön erklärt und aufgezeigt im Film Hope for All. Schaut euch den unbedingt an, habe ich jetzt glaube ich schon 10-mal gesagt. Auf jeden Fall zeigen sie euch da auch auf, dass die Milch halt sauer ist. Und weil die Milch somit unseren Körper übersäuert, wird unser Körper das Kalzium, was er in den Knochen hat, ausschütten, um diese Säure zu neutralisieren. Somit kann man eigentlich sagen, dass die Milch unserem Körper in übertriebener Zufuhr natürlich Kalzium entzieht und somit wird unser Skelett brüchig. Das ist von mir zusammengefasst ganz einfach gesagt und für viele ist das jetzt völlige Fremdsprache, was ich hier sage. Aber schaut euch das im Film an, wirklich sehr interessant und einleuchtend. So, jetzt habe ich einiges erzählt, was man eben nicht alltag hört und da kommt vielleicht die eine oder andere sehr berechtigte Frage auf, aber Anja, wenn das wirklich so ist und wenn du sagst, du hast damit recht und das stimmt und das sind Fakten, wieso hören wir denn das nicht in der TV-Werbung und wieso lesen wir das nicht in der Zeitung? Die Antwort ist Geld. Ja? Hinter all dem, hinter der Milchindustrie, Fleischindustrie und auch hinter der Pharmaindustrie steckt natürlich enorm viel Geld. Das ist nicht einfach, das ist nicht ein bisschen Geld, das sind Milliarden und wieder Milliarden und Abermilliarden im Spiel. Da ist so viel Geld dahinter und wir wissen alle, wer am meisten Geld hat, hat auch am meisten Macht und kann halt auch andere beeinflussen. Und die können halt x-beliebig zu TV, zu Zeitungen, zu Firmenorganisationen gehen und sagen, hey, wir geben euch so und so viel Geld, wenn ihr das und das schreibt, wenn ihr das und das erzählt. Das ist so, ja. Wer Geld hat, hat die Macht. Es ist traurig, aber es ist wahr. Da ist so viel Geld im Spiel, die sorgen schon dafür, dass eben solche YouTube-Videos wie das hier jetzt nicht viral gehen, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber die sorgen schon dafür, dass sie sich von ihrer positivsten Seite zeigen. Kann man ja auch nicht was dagegen sagen. Jeder will sich von seiner positivsten Seite zeigen und jeder will mit dem, was er tut, mit seinem Business Geld machen. Das ist ein Fakt und somit kann man die auch verstehen. Aber das ist das Problem. Diese Industrien sind so mächtig, die haben so viel Geld und deswegen können die schon steuern, was sie euch zeigen wollen und was nicht. Und die wenigsten sind halt so, dass sie das hinterfragen und mal nach Fakten fragen. Die meisten lesen das halt und blättern weiter und das war es dann auch schon. Zudem habt ihr euch mal überlegt, die Pharmaindustrie, wie die eigentlich ihr Geld macht. Die Pharmaindustrie macht ihr Geld nicht damit, jetzt gut aufpassen, die macht ihr Geld nicht damit, indem sie Menschen heilt. Die Pharmaindustrie macht ihr Geld nicht damit, indem sie euch hilft und euch gesund macht. Damit verdient niemand Geld. Die Pharmaindustrie verdient Geld, indem sie euch therapieren. Das heißt also, sie verdienen an eurer Behandlung Geld. Jetzt, dass die Pharmaindustrie weiter konstant bleibt, dass die weiterhin präsent bleibt, braucht es dauernd Patienten. Es braucht Krankheiten, es braucht kranke Menschen, sodass die Pharmaindustrie existieren kann, sodass weiterhin Medikamente produziert werden müssen. Jetzt stellt euch mal vor, wir alle stellen unseren Konsum von Fleisch und Milch ein und es gibt viel weniger Knochenbrüche, es gibt viel weniger Osteoporose, es gibt viel weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und es gibt viel weniger Krebs. Überlegt euch mal, sehr trauriges Thema, aber wie viel Geld mit einer Chemotherapie gemacht wird. Ja? Jetzt, wenn wir diese Krankheiten plötzlich nicht mehr haben, ich muss wirklich hier ein bisschen aufpassen, was ich sage, ich will niemandem was unterstellen, aber wenn wir diese Krankheiten nicht mehr haben, braucht es keine Behandlungen mehr, das heißt, ein Geschäft, ein sehr großes, ein enorm großes Geschäft, fällt einfach weg. Das heißt jetzt natürlich nicht, die Pharmaindustrie ist einfach schlecht. Natürlich nicht, das habe ich nie gesagt, das werde ich auch nicht sagen. Wir alle waren schon mal froh um das eine und andere Medikament. Wenn wir unglaubliche Kopfschmerzen hatten, in so einem wichtigen Termin mussten wir uns eine Pille einschmeißen, dass das Kopfweh weggeht. Vielleicht waren es auch schlimmere Krankheiten als jetzt nur Kopfschmerzen, schlimmere Erkrankungen. Aber Fakt ist, dass die Medikamente nicht die Ursache bekämpft, sondern die Symptome. Ja? Ihr könnt somit die Symptome in den Griff bekommen. Ihr werdet abhängig von diesen Medikamenten. Ja, wenn ihr keine Ahnung, ich will keine bestimmte Krankheit nennen. Ihr habt eine Krankheit und ihr wisst, wenn ihr dieses Medikament nehmt, habt ihr nicht so starke Schmerzen, habt ihr nicht so starke Symptome. Aber die Krankheit damit wegbringen, das könnte man auch anders. Da braucht ihr nicht tonnenweise Geld irgendwo reinbuttern.
Ich persönlich bin halt so ein Mensch, ich finde halt, Nahrung ist unsere Medizin und unsere Medizin soll auch die Nahrung sein. Nahrung ist ja unsere Ernährung, das ist nicht einfach nur Essen, was wir in uns reinbeigen, damit wir keinen Hunger mehr haben. Mit der Nahrung kannst du so extrem viel bewirken. Nicht nur jetzt, ob es jetzt lecker war oder nicht. Die Nahrung, das hat so einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ja, das wollte ich mir jetzt halt einfach mal wieder von der Seele reden, dass so ein bisschen die Fakten auf. Ja, aber in der Schweiz ist es ja anders. Ja, wir haben vielleicht das Privileg und haben in der Schweiz 3-4 Biohöfe mehr. Aber jetzt mal das Tierwohl ausgelassen, die Folgen für unsere Gesundheit, die sind immer noch da. Und trotzdem, wir müssen einfach ehrlich sein, auch wenn wir hier 3-4 Biohöfe mehr haben, wir kaufen nicht immer all unser Fleisch, welches wir konsumieren, dann auch tatsächlich vom Biohof. Also wir unterstützen die Massentierhaltung trotzdem. Und diese Massentierhaltung, haben wir jetzt gerade gehört, es braucht so immens viel Wasser, es wird so viel Getreide dahin verfüttert, welches die Hungersnot minimieren könnte. Ihr habt ja gehört, ich brauche mich, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Wenn es jemand nochmal hören möchte, zurückspulen. Dieses enorm lange, glaube ich, vermutlich mein längstes Video überhaupt, nochmal anschauen. Ja, meine Lieben, keine Ahnung, ich bin bestimmt schon eine Stunde hier am Reden, keine Ahnung, wie ich das Video irgendwie schneiden und kürzen will. Ich hätte noch so viel zu sagen, ich habe mir hier noch so viel notiert, Thema Anatomie. Viele sagen ja, es ist natürlich für uns Menschen, Fleisch zu essen. Da hatte ich noch so viel zu sagen, Thema B12, da habe ich aber auch ein Video dazu schon länger mal gemacht, verlinkt unter diesem Video hier in der Caption. Thema Zoo, Zirkus, diese Sachen hätte ich noch ein bisschen was sagen wollen dazu. Stierkampf. Dann Thema Fisch natürlich. Was ist mit Fisch? Ganz vielen leuchtet jetzt vielleicht ein bisschen mehr ein. Wieso keine Milch und Fleischprodukte? Aber Thema Fisch, denkt man ja, Fisch ist ja nicht so schlimm. Da hätte ich noch so viel zu sagen. Aber ihr seht selbst, ich wäre wirklich 3 Stunden hier am durchfilmen und ich glaube, ich spare mir diese Themen auf für ein weiteres Video. Wenn ihr denn Interesse daran habt überhaupt, ich weiß, es ist ein Thema, das überhaupt gar nicht bei allen ankommt und ich bin eigentlich eher ein bisschen vorsichtig mit diesem Thema, weil ich wirklich, was mir wichtig ist, dass ich niemanden angreifen will, dass ich niemandem irgendwas vorschreiben will, aber ich möchte halt einfach diese Sachen, die sonst nicht gesagt werden, aussprechen und ja, ich glaube, ich beende das Video jetzt hier an dieser Stelle und lasst euch mal ein bisschen überlegen. Mein Kopf riecht schon da vom ewigen Ufner jetzt. Luna hat es anscheinend nicht gestört. Schaut mal, wie süß sie hier immer noch pennt. Schatzi? Auf jeden Fall, ja, einmal mehr, schaut euch die Filme an, die ich verlinkt habe hier unter diesem Video. Habe euch ja schon ein paar Empfehlungen gegeben. Viele von euch folgen mir bestimmt schon auf Instagram. Wer das noch nicht tut, ist herzlich eingeladen, dies zu tun. Und genau, ich lasse euch jetzt mal wieder, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse, dass ich hier mal ein paar Sachen ausgesprochen habe, die mich beschäftigen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis wieder mal in einem Video von mir. Tschüss, tschüss!